Moin, ist der Junge aus Thailand. Hi. Ja, heute haben wir Sonntag. Wir werden auch heute wieder einen abwechslungsreichen Tag vor uns haben. Ah, das eine oder andere will erledigt werden. Machen natürlich an unserem Bau weiter. Wir haben natürlich schon viele Dinge erledigen können. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und müssen wir aber trotzdem ja immer wieder weitermachen. Wir haben natürlich, wie ihr sehen konntet bei unseren letzten Videos, Lieferzeit auf unsere Steine. Hält uns aber nicht von der Arbeit ab. Müssen trotzdem so ein bisschen weitermachen und können auch weitermachen. Und werden dahingehend keine Langeweile haben. Jetzt haben wir gestern noch unseren ja, Beton eingefüllt in unsere Säule. Ja, die da immer noch verpackt steht. Lassen wir auch noch bis Mittag so gewähren und dann werde ich die langsam rauspulen. Kann mich allerdings auch dann bis dahin, wir haben heute herrliches Wetter, nicht zu heiß, ja, hier mal an die Region begeben, weil hier ist das Abflussrohr der zukünftigen Dusche. Jetzt hatte ich beim Abziehen der Bodenplatte schon ein leichtes Gefälle mit eingearbeitet. Werde mir ganz gleich, ja, ihr könnt sehen, ich habe da schon so ein bisschen dran rumgekratzt. Werde mir die ganze Geschichte hier gleich mal anzeichnen, wo denn ja das Gefälle für die Dusche ja überall sein soll. Und da werde ich mit dem Betonschleifer die ganze Fläche schon so ein bisschen ausarbeiten, weil im Moment haben wir ja noch keine Wand drum. Und hast du noch keine Wand drum, kann der Staub natürlich super abziehen. Ist von daher ja für mich von Vorteil, ja. Und ja, wir lassen es langsam angehen. Sind auch ganz ehrlich so ein bisschen geschockt. Ja, kleine Anekdote am Rande. Vor 3 Tagen hat sich hier mein Nachbar, der direkt hier vorne raus zu uns ist, der hat sich bei uns noch ja 2 Hühner geholt. Ja, am nächsten Tag war er tot. Der Nachbar, ja, tragisch halt eben, sind bei ihrer Reisernte. Und er wollte ins Dorf fahren mit seinem Saleng und ist dann da mit einem ja, LKW kollidiert. Und ja, der ist dann mehr oder weniger schon fast am Ort verstorben. An, ja, aufgrund hoher ja, Blutungen ja, im Kopfbereich hat es dann nicht mehr wohl gereicht. Und der ist dann ja letztendlich nach Khon Kaen gefahren worden. Von hier aus bis Khon Kaen sind da 140 Kilometer. Bis die Ambulanz natürlich auch bis hier in unsere Region, das ist natürlich auch ein Risiko, ist natürlich dann auch mit längeren Wartezeiten behaftet. Auf jeden Fall hat der gute Mann das nicht überlebt. Ja, die genauen Gründe kennen wir auch nicht. Vielleicht mag ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen sein. Kann alles sein. Man weiß es auch nicht bei dem LKW-Fahrer. Auf jeden Fall sind wir dahingehend noch so ein bisschen geschockt. Ja, der gute Mensch, der war auch noch keine 50 Jahre alt. Und von daher, das ist natürlich auch ein Stück weit Thailand, kann dir hier ja passieren. Ne? Wissen viele Auswanderer, gerade die, die so wie wir hier, ja, ich sag jetzt mal am Arsch der Welt wohnen, brauchst du Hilfe, ja, die muss dann auch schnell kommen. Ne? Gut, so machen wir dann heute hier, ja, ich sag mal, mit Handbremse etwas angezogen weiter. Ja, wir haben auch noch. Ja, die Körbe, die nochmal gebunden werden müssen, die Maße habe ich alle so ungefähr im Kopf, wie sie denn sein müssen. Für die späteren Türen bzw. Fenster oben drüber werden ja noch Binder gegossen. Ja, wenn wir alles machen können und wir haben hier keine Langeweile. Ich hoffe trotzdem, dass die von EM Seng, also von unserem Zulieferer der Steine, doch relativ schnell sein werden. Pack dann auch später hinter mir, könnt ihr noch sehen, die Säule, die packe ich dann auch aus. Ja, würde ich auch so ein bisschen dokumentieren. Thank you.
Ja, haben die Säule ausgepackt. Ist soweit alles in Ordnung, alles gut. Jetzt kann die auch weiter ja, abtrocknen. Und wir können im Prinzip nicht mehr im Moment wegen des Materialmangels ja nicht viel machen. Aber manchmal ist ja so Präventivarbeit ja auch wichtig. Ich habe mir jetzt hier mal den Laser aufgebaut. Ja, der steht jetzt hier auf so einer Platte und habe da auch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, hier haben wir jetzt einen Laserpunkt anstehen. Den wird man wahrscheinlich im Video so nicht erkennen können. Mach mir so eine Vergleichsmessung über alle vier Punkte. Ja, um mal so zu sehen, wie haben wir denn die Platte abgezogen? Und B, wo muss ich mit der ersten Reihe anfangen mit meiner Kimmschicht? Heißt, da wo der höchste Punkt ist, werde ich wohl anfangen müssen. Und da wird auch die Kimmschicht am dünnsten sein, sodass ich maximal, wenn ich denn ja, an der höchsten Stelle, wo ich es ausgleichen müsste, sollte man nicht mehr wie 3 cm haben. Ich muss mich da so ein bisschen drauf verlassen, wie ich die Platte abgezogen habe. Zum einen in die eine Richtung, ja, mit der Wasserwaage. Und vorher hatte ich mich ja an der Oberkante der Schalung orientiert, die da schon waagerecht ausgerichtet war. Ja, also 90 Grad versetzt in die andere Richtung. Ja, ich mache so eine Vergleichsmessung, damit ich halt eben sehen kann, ja, vom Laserpunkt an bis zur Betonoberkante, welchen Abstand ich da habe. So kann ich das über alle vier Punkte mal machen und sehe dann, wie ich da gearbeitet habe, beziehungsweise ja, wo man viel ausweichen müsste. Es sollte eigentlich nicht sein. Ja, aber wirklich alle vier Punkte mal abgefahren jetzt über Eck. Und man kann doch erkennen, wir ziemlich genau gearbeitet haben. Wir liegen da wirklich in der Toleranz vom höchsten bis zum tiefsten Punkt bei gerade mal so 2,5 cm. Also alles im Rahmen. Ja, dahingehend können wir dann hier weiter drauf aufbauen, auf unsere Steine dann. Ja, Restarbeit, im Moment können wir nicht mehr so viel machen. Wir haben, ja, hier hinten raus wird dann noch der Septiktank. Ja, da müssen wir Platz machen. Der wird dann hier hinkommen. Ja, die Binder werden dann noch gemacht. Über natürlich die Türen bzw. Fenster werden natürlich die Binder noch erstellt und die können wir auch präventiv noch vorarbeiten. Ja, können wir machen. Morgen, übermorgen müssen wir mal schauen. Heute haben wir noch so ein bisschen Arbeit. Ja, wir haben natürlich uns irgendwann mal ja, diese Tierchen hier unfreiwillig hier hingestellt, aber die brauchen mal frisches Wasser. Da werden wir dann heute auch noch mal so ein bisschen mit beschäftigt sein. Hier haben wir mittlerweile 3 Kübel voll. Ja, vermehren sich wie Ratten, da will man sagen. Wir haben sogar schon welche abgegeben. Also wenn auch einer von euch mal hier hinkommt und möchte so Tierchen haben, geben wir natürlich gerne auch ab. Ist wirklich so, dass sie sich vermehren bis zum Docht hinaus. Hätten wir nicht gedacht. Ja, aus dem Kübel, den wir meinem Schwager da drüben mal abgetan haben, der da so, ja, ich sag jetzt mal, vernachlässigt in der Ecke stand, haben wir uns drum gekümmert. Ja, und dann halten wir es natürlich bei. Ja, das war's. Danke für euer Interesse. Ja, heute mal ein bisschen kleineren Arbeiten, Präventivarbeiten, die natürlich auch wichtig sind und uns den Vorgang beim Bau auch ein bisschen leichter machen. Das war's. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Der Jürgen aus Thailand. Bis denn. Tschüss.